Hallo, ich heiße Gabriele Hofacker und befinde mich gerade im Homeoffice. Ich bin ja nun in zwei Welten zu Hause, seit ich an der HTWK bin in Sachsen und ursprünglich bin ich aus München, also aus Bayern. Und beides sind für mich Heimaten. Und nun bin ich plötzlich wieder in meiner bayerischen Heimat. Das ist auch schön. Ich war sehr lange nicht mehr hier. Bin in meinem Heimatstadtteil, wo ich jeden Stein kenne und zu jedem alten Haus, das rumsteht, eine Geschichte erzählen kann. Das ist einerseits schön, andererseits auch traurig, das in diesem Zustand zu erleben. Und ich freue mich schon drauf, wieder an der HTWK zu sein und alle dort wiederzufinden und wiederzutreffen, die Studierenden, die Kolleginnen und Kollegen. Und dann auch wieder die zweite Heimat wiederzufinden. Was ist zurzeit die größte Herausforderung für mich? Ja, natürlich die Vorbereitung der digitalen Lehre. Und das ist jetzt weniger die Technik, denn mit den technischen Tools kommt man irgendwie zurecht. Das ist nicht das Hauptproblem. Für mich ist eher schwierig, eine gute Abfolge zu finden, eine gute Konzeption für die Didaktik, sodass wir die Studierenden Spaß dran haben, dabei bleiben, selber was machen können und mit guten Ideen und auch viel Wissen und Können und Kenntnissen und Fähigkeiten dort herausgehen. Also so ähnlich, wie wir das uns ja von der normalen Lehre auch wünschen. Und das ist gar nicht so einfach, vor allem, weil wir es nicht ausprobieren können. Das heißt, wenn wir es dann machen zum Semesterbeginn, dann muss es irgendwie funktionieren und wir können es nicht erproben. Und das ist nun so auch das, was ich mir von den Studierenden wünsche. Haben Sie ein bisschen Geduld mit uns, wenn es mal nicht ganz so toll klappt. Wir geben uns wirklich wahnsinnig Mühe, etwas für Sie Interessantes und Spannendes zu machen. Aber es kann halt sein, dass mal irgendwas nicht funktioniert. Dann haben wir meistens noch eine zweite oder dritte Lösung in der Tasche und versuchen es dann damit. Und wenn es mit der Videokonferenz nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit einem Chat, einem Sprachchat oder einem Textchat. Irgendwas finden wir schon. Und was ich meinen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchte, stellen Sie nicht so wahnsinnig hohe Ansprüche an sich selbst. Gut in der Lehre, also vom Wissen her sind wir ja gut und in der Lehre sind wir auch gut. Und wenn es dann mal technisch irgendwo ein bisschen ruckelt, damit werden wir auch noch fertig. Also behalten Sie bitte die Nerven und deswegen gibt es jetzt hier ein bisschen Nervennahrung. Das habe ich von meinen Studierenden geschenkt bekommen zum Ende des Wintersemesters. Und behalten Sie die Nerven und bleiben Sie gesund.